So, und damit, ich sollte vielleicht auch mal eine Zahl eingeben, dann passt das auch. Und damit willkommen zurück zur Folge 11, glaube ich, müsste es sein. Zu Kolat, Let's Play Kolat, im Live-Let's Play immer noch. Können wir auch hier lang gehen? Wir haben ja in der letzten Folge aufgehört, da haben wir diese ominöse Treppe gefunden. Wie ich gerade feststelle, dass diese Treppe... Das sind Totenköpfe, ne? Toll. Wirkt da gleich viel beruhigender. Geht's hier... Ach, hier geht's auch lang, oder wie? Ah, hier können wir auch zurückgehen. Oder ist es der Weg, von dem wir gekommen sind? Nee. Oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch, da unten sind wir lang gelaufen. Da ist der See. Um Gottes Willen. Ich, Es geht also anscheinend hier um Anomalien und alles. Alter. Oh. Oh Gott. Oh Gott. Was ist jetzt hier? Final Boss Kampf oder was? Kommt gleich Scorpion aus dem Boden gekrochen und dann Round One Fight. Ich, ja, lustige Sprüche mache ich noch. War eine gute Idee, hier hochzugehen. Was? Ich hab's immer gewusst. Das ist das Geweih von Layers of Fear. Ich hab's immer gewusst. Ich hab's immer im Let's Play gesagt. Das Böse ist das. Das Böse von allem. Ich hab's immer gewusst. So schön, so im Mittelpunkt zu stehen, muss ich ganz ehrlich sagen. I am an empty wreck. Made in his image, but not alike. A servant, obedient to one master. My body is a shell, and I am ready to absorb him. Now I see the plan. I see the magnitude of devastation. The Creator summons me, and I want to be his food. I am humming his tune. I am looking at the world through his eyes. I drink the blood of his enemies and taste the rotting bodies. I feel the sin sprouting under my skin. I hear screams in my head. I hear them calling me. I hear the calling of the ones that through him have already found their eternal shelter. Free them, my lord! Free them and take me instead! Fulfill your revenge! At the hour of my death, an army of angels comes out from the orange light. Their song is made of one powerful voice. I feel their presence, their twisted faces, their black eyes drilling into my consciousness. They demand to finish the work. Oh, his presence is overcoming me. So and defenseless. What have they done to you? What harm? There is a place. You were there, and so was I. A huge gate, and the Creator hidden behind it. Only those few who touched him could understand, but you could. You understood, and I understood through you. Ich bin ein leeres Wrack. Nach seinem Ebenbild geschaffen und doch nicht gleich. Ein Diener, der seinen Herrn gehorcht. Mein Körper ist eine Hülle und ich bin bereit, ihn aufzunehmen. Jetzt verstehe ich den Plan. Ich verstehe das Ausmaß der Zerstörung.
Der Schöpfer ruft mich, und ich will seine Nahrung sein. Ich summe seine Melodie. Ich betrachte die Welt durch seinen Augen. Ich trinke das Blut seiner Feinde und koste die verwesten Körper. Ich fühle, wie die Sünde in mir aufkeimt. Ich höre Schreie in meinem Kopf. Ich höre, wie sie mich rufen. Ich höre die Rufe derer, die durch ihn bereits ihre ewige Ruhestätte gefunden haben. Lass sie frei, mein Herr. Lass sie frei und nimm mich an ihrer Stelle. Übe Rache in der Stunde meines Todes. Eine Herrschar von Engeln taucht aus dem orangenen, roten Licht auf. Sie singen ihr Lied mit einer einzigen, kräftigen Stimme. Ich fühle ihre Nähe. Ihre verzerrten Gesichter, ihre schwarzen Augen bohren sich durch mein Bewusstsein. Sie fordern, die Arbeit müsste zu Ende gebracht werden. Seine Präsenz überwältigt mich. So schwach und wehrlos. Was haben sie dir angetan? Welches Leid? Es gibt da einen Ort. Du warst dort, genau wie ich. Ein riesiges Tor. Dahinter vergrab sich der Schöpfer. Nur die wenigen, die ihn berührten, konnten es verstehen. Aber du konntest es. Du verstandest es. Und ich verstand es durch dich. Ich glaube, ich sollte... Was? Ich glaube, ich sollte da nicht stehen bleiben. Was? Ist es vielleicht doch schon das Finale von Kolat? Alter, habe ich mich jetzt erschrocken. Alter Schwede, habe ich mich jetzt erschrocken. Auf einmal ist es da. Alter Schwede. Ist es echt schon das Finale jetzt? Das wäre ja ganz schön krass. Dann haben wir ein paar Sachen, glaube ich, auch liegen lassen und nicht alles erkundet. Aber uiuiui, ja, das wird ja jetzt nochmal richtig spannend, auch vor allem mit der Musik und alles. Das kann ja heiter werden. Bin mal gespannt, wo wir jetzt starten. Ladebildschirm, ein langer Ladebildschirm, ein sehr, sehr langer Ladebildschirm. Ja. Ciao. Bin schon weg. Ich geh mal hier lang. Was? Nein, da ist der Nebel. Scheiße, wo muss ich lang? Ich muss weg. Muss ich jetzt wieder zu meinem Zelt oder was? Ich werde mich sowas von verlaufen. Ciao. Wird gespeichert? Ja, schön. Aber wo muss ich hin? Oh. Nein! Was? Okay. Vielleicht sollte ich mal Schnellreise machen, dann kann uns der Geist nichts tun. Das gibt's doch gar nicht. Wo soll ich denn jetzt hin? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Oder muss ich in der Höhle weiter rumlaufen?
Weil in der Höhle ging es ja noch trotzdem noch irgendwie weiter. Merkwürdig, merkwürdig. Alter Schwede. Immer diese langen Ladezeiten. Ich glaube, diese Folge besteht nur aus Ladezeiten. Ja. Ich glaube, wenn du diese Folge siehst auf YouTube, diese Folge 11, ich glaube 11 ist es, dann, ja. Ich glaube, die Folge werde ich nennen, die längsten Ladezeiten ever. Das Ladezeiten-Let's Play. Mein Gott. Oh, Entschuldigung. Gut, man muss dem Spiel auch anrechnen, dafür lädt es auch nur einmal. Ne, die komplette Karte und dann ist auch gut. So, jetzt muss ich auch trotzdem erstmal weg, weil der Nebel kommt. Wie renne ich denn? Renn doch, renn doch, renn doch, renn doch. Scheiße, oben war das Lagerfeuer, ne? Wäre ich mal oben geblieben. Kommt der Nebel immer noch? Wo muss ich jetzt hin? Ich habe so ein bisschen Angst, dass ich weiter verfolgt werde. Ah, Sackgasse, scheiße. Aber ich laufe doch jetzt wieder hin, oder? Oder bin ich jetzt... Jetzt sind wir wieder hier. Hä? Ich dachte, die orangefarbenen Dinger sind Engel. Oder habe ich mich da verlesen gehabt? Oder haben wir ihn jetzt besiegt vielleicht? Wir haben ihn besiegt! Durch einen Ladebildschirm. Ich werde da trotzdem nochmal hochgehen, um zu gucken. Weil kann ja irgendwie... Boah, da hat sich das Spiel jetzt aufgehangen. Kann es vielleicht sein, dass es sich jetzt sagt... Dann nicht. Der ist zum Lagerfeuer gerannt. Der hätte in die Höhle rennen müssen, der Demlack. Ob wir da jetzt nochmal reinkommen? Investigativ und wagemutig gehe ich da mal lang. Ja, auch wenn uns da etwas verfolgt hat, ist mir egal. Ist bestimmt eine gute Idee. Da. Boah, wie schwer der mal atmet, ne? La 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 la. Also ein Speedrun kann man daraus schon mal nicht machen, ja? Hallo Schnoggi. So, aber ist ja alles zugefallen. Ich glaube nicht, dass wir da nochmal reinkommen. Aber ich probiere es trotzdem mal. Ja, nicht runterfallen. So, warte mal. Wo müssen wir jetzt? Ich glaube, hier lang war es, ne? Genau, hier lang. Ich sehe schon, komm, jetzt kommt der gleich. Pass mal auf. Der steht gleich direkt vor der Fratze. Nicht runterfallen. Ja. Boah, das wäre jetzt ein bisschen dämlich. Vor allen Dingen, was soll man denn jetzt machen? Genau, hier war es hoch. Ich komme. Schatzi, ich komme. Schatzi. Vor allen Dingen ist der Nebel jetzt auch weg.
So, warte. Genau, da lang mussten wir dann. Sind dann hier runtergefallen, ne? Genau. Hier so, Genau. Dann sind wir hier durchgegangen. Da war die ominöse... Warte mal, wo geht's eigentlich hier lang? Wenn wir schon einmal hier oben sind. Hallo? Okay, hier geht's nirgendwo lang. Ich dachte, hier finden wir nochmal einen Zettel oder so. Aber anscheinend, ja. So. Dann gehen wir nochmal zu der ominösen Treppe. Schatzi, ich komme. Ich komme nochmal. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt kommen wir hier nicht mehr durch, oder was? Na toll. Ja. Spiel vorbei. Ende. Geschafft. Yeah, geil. Vielleicht deswegen hier dieser Ast. Dass man hier nochmal zurückkommt. Aber wo soll ich denn jetzt hin? Und hier war der Weg, über den wir gelaufen sind. Ja, toll. Haben wir ihn jetzt besiegt? Ich würde gerne nochmal in die Höhle rein. Kann ich das Spiel irgendwie laden? Toll. Spiel kaputt gemacht. So, super. Toll, Flex. Hast ja ganz toll hingekriegt. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Super. Aber der Geist wird uns jetzt nie wieder besuchen kommen. Ich frage mich nur, wie wir jetzt weiterkommen. Schade, ich wäre gerne nochmal in die Höhle gegangen. Muss ich es nochmal spielen? Ja. So, jetzt muss ich mal gucken, wo war denn jetzt hier der Höhleneingang? Die Hallervorn. Verdammt, das ärgert mich jetzt ein bisschen. Wäre ich mal gar nicht zum Lagerfeuer gerannt. Vor allem weiß man ja jetzt auch gar nicht, was man jetzt machen soll. Ist da die Höhle gewesen? Nee. Ja, ist doch gut. Beruhig dich mal. Ich glaube, der war auch nie im Sportunterricht gewesen. Schön, dass ich jetzt hier auch den Weg finde, wo wir rauskommen. War das hier vielleicht? Nein, hier war der Rundgang. Okay. Aber das muss ja hier gewesen sein, irgendwo. Da war die Nische gewesen. Hier vielleicht. Ja, das sieht richtig aus. Verdammt. Ah, das ärgert mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ärgert mich ein bisschen. Sind wir jetzt... War das jetzt hier? Nee, hier war die Sackgasse. Hä? Ich sag doch, ich verlauf mich in dem Spiel. Aber hier muss doch irgendwo die Höhle sein. War das hier lang? Nein. Wir sind durch die Höhle hier in diesen Bereich gekommen. Jetzt muss ich nur den Höhleneingang finden. Da ist er. Aber ich würde gerne nochmal zurück zum Startpunkt, wo wir angefangen haben. Vielleicht müssen wir jetzt auch dahin, ich weiß es gar nicht. Weil ich habe überhaupt gar keinen Plan irgendwie. Also, okay, wir haben den Landmark haben wir jetzt auch gefunden. Schön, okay, das zählt also auch dazu. Also bräuchten wir eigentlich noch zwei Stück. Das heißt, es könnte ja nur noch hier ein Landmark irgendwo... Was war das? Vielleicht müssen wir auch die ganzen Landmarks alle finden. Das heißt,
Es kann ja nur noch hier unten nur noch zwei Stück sein oder so. Vermute ich mal. Also ich vermute mal, dass wir hier hin müssen jetzt in dem Bereich. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal raus hier aus der Höhle. Alter Schwede. Was ist hier so grün? Aha. Ich würde sagen, wir machen hier für YouTube mal eine kleine Folgenpause und ja, schalte sie dann in der nächsten Folge wieder ein. Mach's gut, ciao.